Ja, bevor wir jetzt wieder einsteigen in den Stoff, möchte ich Ihnen was aus der Schwäbischen Zeitung vorlesen. Und zwar war das gestern drin, Dienstag, 24. April. Oder? Nö, vorgestern. Ah, heute haben wir Mittwoch, ja, wir haben noch gar nicht Donnerstag, stimmt, also war es gestern. Und das ist übrigens ein Artikel, der in leichter Variation so alle zwei Jahre in der Schwäbischen, nicht nur in der Schwäbischen, in allen Zeitungen steht. Und zwar Titel: Jedes zweite Unternehmen wird attackiert. Spionage und Fälschungen kosten Milliarden. Ich meine, die Anzahl der Milliarden, die variiert immer, ja. Manchmal ist es ein einstelliger Milliardenbetrag, dann mal ein zweistelliger, es kann auch mal ein dreistelliger Milliardenbetrag sein. Und zwar so viele Milliarden, wie der deutschen Industrie jährlich verloren gehen durch Industriespionage. Ja? Und insbesondere natürlich heute durch Internetspionage. Ja? Und das ist natürlich hier jetzt für das hier ein Thema. Ja? Und gut, jetzt schaue ich gerade mal. Den Schaden schätzen die Autoren der Untersuchung auf rund 4,2 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist eine sehr konservative Schätzung. Wie gesagt, ich habe auch schon Schätzungen mit dreistelligen Milliardenbeträgen gesehen. Und natürlich geht es immer um die Chinesen, aber da schreiben sie jetzt zum Beispiel: Allerdings nehme die Zahl der Fälschungen aus dem Reich der Mitte nach einer Umfrage des Verbands unter rund 400 Mitgliedsunternehmen inzwischen ab. Dagegen nehmen die Plagiate aus Deutschland zu. Ja? Also Plagiate aus Deutschland heißt, es gibt eben mittlerweile mehr und mehr deutsche Firmen, die anderen Firmen die Ideen klauen und das Zeug dann nachbauen. Genau, interessant ist auch, die Industriespionage via Netz ist für viele deutsche Firmen einer Studie zufolge zunehmend ein teures Problem. Der Trend zu Smartphones oder Tablet-Rechnern schaffe zudem neue Einfallstore für Datendiebe, heißt es in einer Umfrage und so weiter. Ja? Also was heißt denn das, Trend zu Smartphones und Tablets? Naja, das heißt, dass viele Firmenmitarbeiter natürlich dauernd ihre Smartphones oder ihren Tablet dabei haben. Und ich meine, so jemand, der hat natürlich all seine Sachen, sein dienstliches Zeug vielleicht sogar auf seinem Smartphone drauf. Und wenn der das Smartphone dann halt mal liegen lässt oder verliert oder was weiß ich, oder im Hotelzimmer liegen lässt, dann wird der gesamte Inhalt durch irgendeinen Spion kopiert. Einfallstore, beziehungsweise ich vermute, dass gute Hacker das dann auch hinkriegen, auf den Tablet oder das Smartphone irgendeine Schadsoftware drauf zu spielen, einen Trojaner oder was, der dann, wenn dieses Tablet mal wieder im internen Firmennetzwerk ist, alles Mögliche ausplaudert. Also das sind natürlich schon interessante Fragestellungen. Ein weiteres Problem sei, dass die Firmen sich nicht energisch genug zur Wehr setzen. Die vorliegende Studie bestätigt leider auch die Erfahrung der Verfassungsschutzbehörden, dass Unternehmen sich bei Spionageverdacht noch zu selten an die Sicherheitsbehörden wenden. Und so weiter. Interessant ist auch, die Hälfte aller Daten, die gestohlen, ziemlich genau die Hälfte aller Daten, die gestohlen werden, werden gestohlen von Mitarbeitern der eigenen Firma und die andere Hälfte von Externen. Ja? Also das heißt, die werden halt angekauft. Ich meine, das ist natürlich ein klassischer Spionageweg. Ich suche mir einen aus der Firma, besteche den und dann klaut er halt das ganze Zeugs. Ja? So, was haben wir noch weiter zu sagen? Ja, irgendwo, ich finde jetzt die Stelle nicht mehr, irgendwo steht auch, es ist klar, jede Firma
überlegt sich natürlich, wie viel Aufwand wollen wir in Sicherheit investieren, weil wenn der Aufwand für die Sicherheit teurer ist als das, was man verlieren kann, dann lohnt es sich nicht mehr. Ja? Und mit diesem Argument wird oft versucht, vor allem die Firmenbosse versuchen dann zu rechtfertigen, ah ja, wir als mittelständischer Betrieb, wir können uns das nicht leisten, wir haben bloß 50 Mitarbeiter, das lohnt sich nicht, einen entsprechenden IT-Mann einzustellen und so weiter. Ein Stück weit ist das natürlich richtig, aber es gibt natürlich zwischen alle Tore offen und Hochsicherheitstrakt noch was dazwischen. Ja? Und da gibt es viel dazwischen und da gibt es vor allem auch viele Maßnahmen, die fast gar nichts kosten. Ja? Natürlich braucht man jemanden, der sich auskennt. Und die Leute, das sind Sie. Wenn Sie nach Ihrem Studium rausgehen in die Firma, und dann ist eine meiner wichtigsten Botschaften in dieser Vorlesung hier, zeigen Sie Ihrer neuen Firma, wo die Sicherheitslücken sind und sagen Sie denen, und übrigens, das kostet mich einen Tag Arbeit und dann installiere ich euch GnuPG und ihr könnt alles ganz sicher verschlüsseln und die Software kostet nichts und ist absolut sicher. Ich meine, wenn dann der Chef sagt, aber das ist mir zu teuer, dass Sie mir einen Tag lang das Ganze installieren, okay, dann ist das seine Entscheidung. Ja. Aber ich meine, wenn man dann die Zahlen liest, da sind auch so Zahlen drin, wie viel, genau, am Anfang irgendwo steht, jede zweite deutsche Firma hatte schon mal Berührung mit Datenklau. Und das finde ich erschreckend. Ja. Das heißt, also, ich meine, wenn wir angucken, gegen was wir Deutsche uns versichern, das ist ja unglaublich. Wir versichern uns gegen Ereignisse, die in 10.000 Jahren nicht eintreten. Ja? Aber gegen sowas versichern wir uns nicht. Jede zweite Firma hat schon Datenklau erlebt. Und dagegen versichern wir uns nicht. Das ist Unsinn. Das ist völlig irrational. Aber naja, man kann es erklären. Man kann das erklären. Und zwar, die Presse, die Medien spielen ja eine ganz große Rolle beim Thema Angst. Ja? Und die Medien, es ist ganz normal, die Medien publizieren natürlich das, was reißerisch ist. Ja? Langweilige Sachen werden von den Medien nicht publiziert. Und deswegen haben wir ja auch so viel negative Nachrichten in den Medien. Und die negativen Nachrichten, die machen uns Angst. Zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Terrorist hat irgendwo was angestellt, vielleicht sogar in Deutschland. Und das wird ganz groß rausgebracht und ganz Deutschland hat schlagartig Riesenangst vor, was weiß ich, islamistischen Terroristen. Ja? Weil einer in Berlin einen umgebracht hat. Wissen Sie, wie viele Leute in Deutschland täglich umgebracht werden? Ich weiß es nicht, aber mehr als einer. Ja? Und zwar ganz normal, Deutsche bringen Deutsche um. Ja? Also seien Sie vorsichtig, versichern Sie sich dagegen, dass Sie von einem Deutschen umgebracht werden, ist viel gefährlicher, als von einem Islamisten umgebracht zu werden. Ja? Aber dann muss sofort der Staat alles auffahren, um islamistische Angriffe zu verhindern. Ein Schwachsinn sondergleichen. Ein Schwachsinn sondergleichen. Wie kommt's? Weil es in der Presse steht. Und das, was nicht in der Presse steht, das wissen wir ja gar nicht. Das kriegen wir gar nie mit. Und das sind solche Sachen. Sowas, und es ist gut, dass die Zeitungen das so oft wie möglich thematisieren, aber die Einzelfälle, und das ist das, worauf ein Mensch reagiert, an der Stelle ist es Psychologie. Und Datensicherheit hat viel mit Psychologie zu tun. Ja? An der Stelle ist es Psychologie. Wir Menschen reagieren auf ganz anschauliche Beispiele. Wenn da jetzt drinstehen würde, quasi so ein James-Bond-Krimi, wie da einer, was weiß ich, wie, egal über Internet oder sonst wie, die Daten geklaut hat, bei Veit Sulzer zum Beispiel. Das wäre natürlich was für uns zum Fassen. Ja? Und dann würden wir sagen, Jesus, und dann würden die Firmen reagieren. Aber sowas, haben Sie sowas schon mal in der Zeitung gelesen? So eine James-Bond-Story über so einen Datenklau bei einer Firma? Nein. Noch nie, ich noch nie. Was ich aber sehr wohl in der Zeitung lese, sind so James-Bond-Stories über
wenn einer seine Schwiegermutter umgebracht hat oder ein Kind umgebracht hat oder seine Frau umgebracht hat oder die Frau ihren Mann, da liest man ja richtig spannende Storys, ja, über die Gerichtsverhandlungen. Und warum liest man diese Storys? Warum liest man die Storys über den Mord am Ehegatten in der Zeitung? Warum liest man nicht die genauso spannenden Storys über den Datenklau bei was weiß ich welcher Firma? Warum? Das möchte ich jetzt Sie fragen. Und das ist ganz wichtig für uns jetzt an der Stelle. Warum liest man die einen Storys immer wieder in der Zeitung und die anderen nicht? Ja, weil viele Leute von Datensicherheit nicht wirklich Ahnung haben, dass das für die nicht wirklich greifbar ist. Ja, das würde ja greifbar werden durch so eine Räuberpistolen-Story. Ja? Es gibt einen anderen, ganz banalen Grund. Datensicherheit mit den Datensicherungen. Nee, ich meine, die Events, die kommen ja vor. Die kommen vor, die Firmen werden, ich habe es doch gesagt, jede zweite Firma ist schon attackiert worden. Warum steht das nicht als anschauliche Beispiele in der Zeitung? Ja, der Grund ist so banal, dass man gar nicht drauf kommt. Der Grund ist der, dass die Firmen das nicht der Schwäbischen melden. Und die melden das auch nicht der Polizei. Und übrigens, wenn ich meine Ehefrau umbringen würde, würde ich das auch nicht der Polizei melden, vermutlich. Ja? Aber die Polizei soll es trotzdem mitkriegen, weil das sind physikalische Ereignisse, die sich typischerweise nicht verbergen lassen. Aber der Datenklau, wenn eine Firma so einen üblen Datenklau erlebt, dann kann das so weit gehen, dass die Firma kurz vor dem Bankrott steht. Ja? Und es gab genügend Beispiele, erstens von Firmen, die sogar bankrott gegangen sind durch solche Hackerangriffe und zweitens von Firmen, deren Aktienkurs durch so einen Hackerangriff in den Keller gefallen ist. Ja? Wenn der publik wird. Und deswegen versuchen, wenn sowas passiert, solche Hackerangriffe auf Firmen, man versucht es natürlich zu reparieren, aber ja nicht an die Öffentlichkeit, weil der Aktienkurs geht dann kaputt, beziehungsweise der Ruf der Firma wird geschädigt. Die haben alle Muffe, ja nicht an die Öffentlichkeit. Und das ist der Grund, weshalb wir keine Angst haben davor, weil wir es in der Öffentlichkeit nicht hören, dass jede zweite deutsche Firma schon angegriffen wurde und dass zig Milliarden jährlich dadurch verloren gehen von den Gewinnen der Firmen. Und das ist meine Botschaft an Sie. Passen Sie auf, was das betrifft. Und Sie werden sehen, wenn Sie Ihr Praxissemester in einer Firma machen, wenn Sie später draußen sind, Sie werden sehen, wie leichtsinnig mit den Firmengeheimnissen umgegangen wird. Heutzutage wird alles per Fax und per E-Mail unverschlüsselt verteilt und verschickt. Ja? Und naja, ich meine, also das ist wie wenn ich meine Firmengeheimnisse auf eine Postkarte draufschreibe und in der Gegend. Es ist noch viel gefährlicher als eine Postkarte, weil die Postkarte hat normalerweise nur der Briefträger und die Post in der Hand und die wirft er dann in ihren Briefkasten rein. Aber die E-Mail, also jeder, der beim Usadel in der Vorlesung war, weiß, wie man E-Mails abhört. Und wenn die im Klartext sind. Aber so passiert's. Ich habe selber erlebt, als ich bei Maxtor war in meinem Forschungssemester, da haben wir Patente über diese coole Zufallszahlenerzeugungssache für Festplatten eingereicht. Und ich habe beim ersten Telefonat mit dem Patentanwalt gesagt, hey, aber jetzt müssen wir schon unsere E-Mails verschlüsseln. Ach, vergessen Sie, das haben wir noch nie gemacht. Und ich meine, wenn Patente nicht schützenswürdig sind, dann weiß ich auch nicht. Ja. Aber so wird weltweit mit den Daten umgegangen. Und hier lernen Sie erstens, wie es geht, die Mathe, die Technik. Und Sie werden auch lernen, die Werkzeuge, nämlich PGP und GNU-PG, die frei verfügbar und kostenlos sind und die jeder ganz bequem benutzen kann. Es kostet ein bisschen Aufwand, es geht nicht ganz umsonst. Also es ist nicht so, wie oft die naiven Manager glauben, ja, da installiert man mal schnell eine Software und dann war es das. Man muss natürlich die Leute schon auch ein bisschen im Umgang
mit diesen Werkzeugen schulen. Ja? Aber eben ganz umsonst und ganz ohne ein bisschen Schulung geht es nicht mit der Sicherheit. Okay, gut. Ja, oder will von Ihnen noch jemand was sagen oder berichten über entsprechende Erlebnisse? Gut, also dann machen wir weiter. Ja, wir waren hier stehen geblieben an der Stelle, wo es um ja, diesen New York Times Artikel ging, wo ja geschrieben wurde, wie man den Schlüsseltausch beim One-Time-Pad ganz easy hinkriegen könnte, wenn man so einen Satelliten hätte, der per Broadcast in sehr hoher Frequenz echt zufällige Bits auf den Globus strahlt. Ja. Erst einmal eine verrückte Idee, aber nach kurzer Zeit erkennt man, ja, doch, da ist schon ein Potenzial drin. Ja. Weil wenn diese Bits in sehr hoher Frequenz gesendet werden und die Alice verwendet die, um ihre Nachricht an den Bob zu verschlüsseln, ein Angreifer, der kann zwar alle Bits mithören, aber da die in so gigantisch hoher Frequenz kommen, kann der die nicht alle speichern und dann irgendwie suchen, ja, welchen Teilsequenz hat denn die Alice verwendet. Das haben wir beim letzten Mal diskutiert. Ich will es jetzt gar nicht mehr so weit im Detail wiederholen, weil das ist ja relativ simpel. Das Einzige, was ich hier nochmal sagen möchte, ist, die Sicherheit, die wir haben, ist weit entfernt von der Sicherheit eines One-Time-Pad. Ja? Das ist ein sehr sicheres Verfahren, aber es ist bei weitem kein One-Time-Pad. Schon allein deswegen, weil die Alice, die muss dem Bob irgendwie per E-Mail mitteilen, zu welchem Zeitpunkt geht's los, also ab welchem Zeitpunkt verwende ich die Bits. Ja, und wie teilt sie ihm das mit? Ja, konventionell verschlüsselt wird ihm die Uhrzeit geschickt. Naja, konventionell verschlüsselt. Also, das ist kein One-Time-Pad. Ja? Das ist lächerlich, sowas als One-Time-Pad zu bezeichnen. Es ist vielleicht ein bisschen sicher, es ist auf jeden Fall sicherer, als wenn sie die ganze Nachricht konventionell verschlüsseln würde. Ja? Erstens deswegen, weil die Übermittlung der Uhrzeit ist eine ganz kurze Nachricht. Und ganz kurze Nachrichten zu knacken ist praktisch immer schwieriger als lange Nachrichten zu knacken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Angreifer hat nicht sehr viel Zeit, um diese sehr kurze Nachricht zu knacken. Ja? Damit ist es natürlich schwieriger, das zu knacken, als das zu knacken. Ja? Wenn die eigentliche Nachricht konventionell verschlüsselt wäre, dann hat der Angreifer vielleicht Wochen Zeit, die zu knacken. Ja? Aber hier, wenn er da wochenlang wartet, dann ist alles schon vorüber, dann ist die eigentliche Nachricht schon lang gesendet und der Angreifer muss dann ja wahnsinnig viele Bits auch noch speichern und so weiter. Okay, gibt es da noch Fragen dazu? Dann machen wir weiter. Ah ja, interessant ist übrigens auch, also wann war der New York Times Artikel? 2001, genau. Groß publiziert. Und der große Guru Michael Rabin als toller Erfinder hingestellt. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und da hat sich herausgestellt, dass 1997 der Uli Maurer, ein Prof an der ETH Zürich, genau das schon lange publiziert hatte. Okay, gut, ja, damit kommen wir jetzt endlich zur Sache. Nämlich, wir fangen an, über die modernen Chiffren zu reden. Ja? Also, moderne Blockchiffren. Ja, kurzer Prolog. Hier steht, die Gesamtzahl aller Chiffren mit einer Blocklänge von 64 Bit ist 2 hoch 64. Und das ist jetzt nicht Ausrufezeichen, sondern Fakultät.
ich meine, das ist eine unvorstellbar große Zahl. 2 hoch 64 Fakultät, das ist jenseits von allem, was wir uns irgendwie auch bloß vorstellen können. Ja, ja. Und um eine Idee von der Zahl zu kriegen, überlegen wir uns mal kurz. Also wenn ich jetzt ein Chiffriersystem bauen würde, was das Potenzial hat, alle 64-Bit-Blockchiffren zu realisieren, dann habe ich ja so viele unterschiedliche Chiffriermöglichkeiten und dann brauche ich auch so viele unterschiedliche Schlüssel. Das ist klar. Ja? Wir wissen, wie wird in der Informatik ein Schlüssel kodiert? Binär. Und jetzt ist die Frage, wie viele Bit muss mein Schlüssel lang sein, damit ich so mit dem Schlüssel so viele unterschiedliche Chiffren kodieren könnte? Wie viele Bit muss der haben? Wenn ich 256 verschiedene Chiffren kodieren will, wie viel Bit brauche ich dann? Acht, natürlich. Ja? Weil 2 hoch 8 ist 256 oder andersrum, 8 ist der Zweierlogarithmus von 256. Also wir brauchen Zweierlogarithmus von dieser Zahl Bits, um einen einzigen Schlüssel zu speichern. Und wenn man das ausrechnet, also Zweierlogarithmus von 2 hoch 64 Fakultät, das ist gar nicht so ganz trivial auszurechnen, weil die Fakultät ist ein bisschen eine unhandliche Funktion. Warum? Weil die Fakultät, das ist eine diskrete Funktion, die lässt sich zum Beispiel nicht differenzieren und so weiter. Aber es gibt Abhilfe, es gibt die sogenannte Stirling'sche Formel. Ja? Der Stirling war ein Physiker und Mathematiker, Sie wissen, Stirling-Motor, und der hat aber auch diese Stirling'sche Näherungsformel erfunden. Oder gefunden, und zwar ist das eine Näherungsformel für die Fakultät, indem wir die Fakultät mit Exponentialfunktionen näherungsweise ausdrücken. Und eine Variante davon ist der natürliche Logarithmus von der Fakultät. Ja? Und wenn man diese, also das ist die Stirling'sche Formel für ln von n Fakultät. Da steht sie jetzt hier. Ja? Okay. Ja. Und wenn wir die jetzt hier drauf anwenden, auf diese Formel, also Zweierlogarithmus von 2 hoch 64 Fakultät, dann können wir erst einmal den Zweierlogarithmus können wir umformen in den natürlichen Logarithmus, indem wir den natürlichen Logarithmus von dem Ausdruck nehmen und durch den ln2 dividieren. Ja? Ich meine, ich hoffe, das ist Ihnen allen klar. Alle Logarithmen unterscheiden sich nur um einen konstanten Faktor. Ja, also wenn ich den Zweier in den Zehner Logarithmus umwandeln will, ist das nur ein konstanter Faktor. In dem Fall ist es das 1 durch ln2. Okay, also, und jetzt wenden wir hier drauf, jetzt haben wir ja ein ln von einer Fakultät, jetzt wenden wir genau die Formel da oben an. Ja, das n ist jetzt 2 hoch 64. Sie sehen, das geht los mit n, 2 hoch 64, plus 1/2 mal ln von 2 hoch 64. So, und hier höre ich auf. Warum können wir hier aufhören? Naja, schauen Sie sich mal das da oben an. Warum können wir denn hier aufhören? Also, wir können ja eventuell hier aufhören. Warum? Also, das heißt, diesen Rest hier, den vernachlässigen wir. Warum können wir das tun? Ja? Also bei der großen Zahl minimal. Genau. Warum ist es minimal? Ich meine, hier steht immerhin n. Welche Frage müssen wir denn hier stellen?
Ja, wir müssen fragen, welcher von diesen drei Termen hier wächst am schnellsten für endgegen unendlich? Das ist die einzige Frage, die wir stellen müssen. Naja, und es ist natürlich der. Warum wächst der Term schneller als der? Ja? Der linke Term wächst mit einem Logarithmus und der rechte wächst nur linear. Ja, genau, so ist es. Also das plus ein halb, das können wir vergessen für große n. Ja? Das heißt, der linke Term, der heißt im Wesentlichen n mal, mal ln n. Ja? N log n ist der linke Term und der rechte Term ist einfach n. Naja, jetzt zerlegen wir das. Das n und das log n, naja, das sind beides monoton wachsende Funktionen für n gegen unendlich. Und wenn ich zwei monoton wachsende Funktionen miteinander multipliziere, dann wächst natürlich noch schneller. Ja? Und damit ist klar, dass n log n schneller wächst als n. Allerdings, und da müssen wir aufpassen, n log n wächst nur ein kleines bisschen schneller als n. Ja? Aber bei so großen Zahlen, um nur die Größenordnung zu sehen, können wir getrost das Zeug da hinten vernachlässigen. Okay, das heißt, wir nehmen nur eben diesen ersten Term, das ist die Klammer mal ln. Ja? So, na gut, und jetzt steht es, Sie sehen, jetzt steht es schön da mit Funktionen, die uns bekannt sind, die ja nicht so schwierig sind. Und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch ausrechnen. Und das Ganze wird erstaunlich einfach. Also, hier lassen wir so stehen. Genau, das wandeln wir jetzt um in den Zweierlogarithmus. Warum? Ist ja klar, weil wir haben 2 hoch 64 und wenn wir dann den Zweierlogarithmus nehmen, wird es ganz easy. Also, der ln ist der Zweierlogarithmus mal ln2. Das ist der konstante Faktor vom Logarithmus umwandeln. Jetzt haben wir den Zweierlogarithmus von 2 hoch 64 und das ist natürlich cool, weil das ist 64. Also, aber fangen wir wieder vorne an. Der Logarithmus kürzt sich weg, der Zweierlogarithmus hier, und das 1/2, das lassen wir einfach weg. Dann haben wir 2 hoch 64 mal Zweierlogarithmus von 2 hoch 64, also mal 64. Und das war's, das ist alles, was übrig bleibt. 64 ist 2 hoch 7, oder? Nö, 2 hoch 6, genau. 2 hoch 6, also gibt es 2 hoch 70 und das ist ungefähr 10 hoch 21. Okay? So, was haben wir jetzt ausgerechnet? Was ist die 10 hoch 21? Was ist das? Die Schlüssellänge. Das ist die Schlüssellänge. In Bits. Und? Sind wir damit zufrieden? Ziemlich lang. Also den Schlüssel zu speichern, das wäre ein Abenteuer. Also was kriegen wir denn auch heute auf eine große Festplatte drauf? Also 1 Terabyte, was sind denn die größten Festplatten? Sie wissen das. 2 Terabyte. 2 Tera, okay. Also nehmen wir mal 10 Terabyte. Ja. Also 10 Terabyte. Jetzt Leute, bitte nicht in die Details der Hardware einsteigen. Ja. 10 Terabyte, das macht 100 grob, 100 Terabit. Ja. Und Tera ist Mega 10 hoch 6, Giga 10 hoch 9, Tera 10 hoch 12. Ja. Und was haben wir gesagt? 100 Terabit, oder? Ja, macht 10 hoch 14. 10 hoch 14 Bit bringen wir auf eine Festplatte drauf. Okay? Und jetzt haben wir aber 10 hoch 21 Bit. Das heißt, wir brauchen 10 hoch 7 Festplatten, also 10 Millionen der größten heute baubaren Festplatten. Ich glaube, da kann man immer nur sagen, ist auf diesem Globus vermutlich nicht so leicht realisierbar. Heute. Müssen wir nur 10 Jahre warten. Dann können wir, wenn wir alle Festplatten der Welt zusammennehmen, können wir einen einzigen Schlüssel speichern.
Das Dumme ist, da haben wir keinen Platz mehr für die Daten. Ja. Also, ja, ist eine nette Zahlenspielerei, das hat jetzt nicht viel praktische Relevanz, weil, und das ist jetzt wieder interessant, weil die Chiffren, die wir betrachten werden, die decken nur einen winzig kleinen Bruchteil von unserem Raum aller möglichen Chiffren ab. Ja. Okay, gut, jetzt schauen wir uns eben eine spezielle solche Chiffre an, nämlich DES, der Data Encryption Standard. Eigentlich ist DES heute Geschichte. DES wird ja, fast nirgends mehr wirklich ernsthaft eingesetzt. Ja. Aber zum Beispiel wird es noch eingesetzt, um unsere EC-Karten zu sichern. Ja. Und zwar auf der EC-Karte ist er hinten drauf auf dem Magnetschreiben. Ich meine, gut, meistens wird dieser Chip hier vorne verwendet, aber wenn es jetzt noch irgendwelche alten Geräte gibt, die mit dem Magnetstreifen arbeiten, die Geheimnummer von der EC-Karte, die ist verschlüsselt auf dem Magnetstreifen gespeichert. Ja? Und das ist eine DES-Verschlüsselung. Ja? Aber da brauchen wir jetzt nicht hysterisch zu werden. Ja? Ich meine, DES-Verschlüsselung ist besser als gar keine. Aber ich meine, schauen Sie mal, viel einfacher als den DES-Schlüssel zu knacken, ist es doch, die 10.000 möglichen PIN-Kombinationen durchzuprobieren. Ich meine, so eine PIN ist vierstellig und da muss ich halt 10.000 vierstellige PINs ausprobieren. Das ist ja ein winziger Schlüsselraum, also der Brute-Force-Angriff ist immer noch einfacher als das DES zu knacken, was da drauf ist. Ja. Also da braucht man nicht hysterisch zu werden. Aber für richtig ernsthafte Anwendungen ist DES out. Ja. Wir besprechen es jetzt trotzdem, weil das DES stammt aus einer ganz wichtigen Klasse von Chiffren, das sind die sogenannten Feistel-Chiffren. Also ich würde sagen, so jede zweite heute existierende Blockchiffre ist eine Feistel-Chiffre oder eine Variante davon. Jetzt war noch irgendwo eine Frage, glaube ich, nicht? Gut. 1973 hat eben dieser Horst Feistel bei IBM und Diese Kryptolabors von IBM, die sind im Silicon Valley, wie heißt jetzt das Labor nochmal? Ja, das fällt mir jetzt nicht ein. Also eine ganz wichtige, starke Kryptoabteilung hatten die schon immer und haben sie auch heute noch. Und zwar dieser Horst Feistel, der hat als erstes eine Chiffre namens Lucifer erfunden. Und die konnte mit 64 Bitblöcken und 128 Bitschlüsseln arbeiten. Die war sogar skalierbar. Man hätte auch die Blöcke noch größer machen können. Und basierend auf dieser Lucifer-Chiffer wurde dann später DES entwickelt. Also das Lucifer war ein Vorgänger von DES. Ja, und jetzt wird es interessant bezüglich der Entwicklung von DES. Ja, genau. Also der Bruce Schneier in seinem Buch, das ist ja dieses tolle Kryptographiebuch, der schreibt dort inoffiziell bezeichnet die NSA. Die NSA ist die National Security Agency, also der Krypto-Geheimdienst in den USA, bezeichnet den DES als einen ihren größten Fehler. Hätte die Behörde gewusst, dass die Einzelheiten herausgegeben und Softwareimplementierungen möglich würden, hätte sie niemals zugestimmt. Ich meine, das Erste, was man sieht, ist, die NSA war offenbar involviert in die Entwicklung von DES. Und das war der größte Fehler, den die damals gemacht haben. Ja? So etwas würden die heute nicht mehr tun. Wir werden es bei AES sehen, beim Nachfolger. Da hat man ganz sorgfältig darauf geachtet, dass die NSA hier nicht ihre Finger mit im Spiel hat. Ja. Da war die NSA beteiligt an der Entwicklung von DES und viele Firmen, Leute, Banken und was weiß ich, waren immer lange Zeit skeptisch oder bis heute eigentlich, ob da nicht irgendwo eine Hintertür eingebaut ist in das DES, sodass die NSA alle verschlüsselten Nachrichten knacken kann.
Ja, gut. Geschichte von DES. Ja, also es ging eben los so um 1973 rum. Übrigens, das ist jetzt auch kein Zufall und es liegt nicht daran, dass der Feistel da zufällig gerade seine Feistelchiffren erfunden hat, sondern 1969 war die Erfindung des Internet. Also da hat ja die DARPA, die amerikanische Militäragentur, angefangen, die amerikanischen Militärs und auch wissenschaftliche Forschungslabors zu vernetzen. Und es ist klar, mit dem Beginn der Vernetzung kommt natürlich sofort der Bedarf für Verschlüsselung. Ja. Tatsächlich war es nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1970 war das Thema Verschlüsselung kein Thema. Das war, ich meine, das haben ein paar Exoten, ein paar Mathematiker sich um Verschlüsselung gekümmert, aber es war keine Ingenieursdisziplin. Das war wirklich kein Thema. Es war auch weltweit, ja, kann man das sagen, bis 1970, ja, ne, der Kalte Krieg, der hat eigentlich schon um den Zeitraum auch begonnen. Also da war natürlich dann Verschlüsselung auch wieder ein Thema. Aber ein wirkliches Thema ist es auch erst geworden mit dem Internet. Ja? Weil davor, klar, die Militärs, die hatten natürlich immer Bedarf für ihre Funksprüche. Aber im zivilen Bereich ist es mit dem Internet ein Thema geworden und deswegen ging es um den Zeitraum los. Ja. Und 1973 hat eben das NIST, National Institute of Standards and Technology, in USA, das ist quasi die DIN-Behörde für USA, die Normungsbehörde. Ja. Die wollten eine Norm, einen Standard für Verschlüsselung haben. Ist klar warum, weil wenn es da keinen Standard gibt, dann können Sie das vergessen, dann wollen Sie jemandem eine verschlüsselte Nachricht schicken und der sagt, oh, ich benutze aber eine ganz andere Software und ja, da geht los. Okay, die wollten einen Standard haben und dann ein Jahr später, mangels qualifizierter Einreichungen, eine zweite Ausschreibung. Und da sieht man den Punkt. Das Thema Kryptographie war keine Ingenieursdisziplin. Ein paar Exoten haben sich damit beschäftigt. Es gab keine Einreichungen. Ja? Okay, also neue Ausschreibung. Und dann 1975 haben sie eben diesen Algorithmus vom Feistel gefunden und der hat den dann entsprechend zusammen mit denen weiterentwickelt. Okay, und dann ja, ein paar Monate später wird die Öffentlichkeit zu Stellungnahmen aufgefordert, die dann im Folgenden die undurchschaubare Rolle der NSA kritisiert. Ja. Und zwei Jahre später wird dann trotz aller Kritik DES veröffentlicht. Und ich meine, das ist natürlich schon eine gute Sache, es wird vorgeschrieben, dieser DES-Standard, der muss alle 5 Jahre überprüft werden auf seine Sicherheit. Ja? Ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich so, wie wenn jemand eine Brücke baut, da geht es ja auch um Sicherheit. Ich weiß nicht, wie oft Brücken überprüft werden müssen. Das DES könnte ja auch einmal irgendwann rosten. Ja? Natürlich rostet DES nicht, der Algorithmus funktioniert immer gleich. Ja? Aber was könnte passieren? Unsere Rechner werden immer schneller, das heißt, vielleicht kann man einfach dann den Proof aus und 2 Sekunden. Genau, das ist das Erste. Es kann sein, dass durch das Mooresche Gesetz, nämlich dadurch, dass die Rechner immer schneller werden, irgendwann DES nicht mehr sicher ist. Und genau das ist nämlich auch passiert. Genau das ist passiert. Ja. DES ist mit einem Brute-Force-Angriff geknackt worden. Und zwar gar nicht so viel später, nämlich ja, weniger als 20 Jahre. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Mathematik geknackt wird. Dass also jemand einen mathematischen Angriff schafft, das heißt, irgendeinen Algorithmus findet, mit dem man den Schlüsselraum dramatisch reduzieren kann, und dann ist natürlich auch alles kaputt. Und das kann übrigens jederzeit von heute auf morgen passieren. Ja? Also ausgeschlossen ist das nicht, weil
alle Algorithmen, die wir heute verwenden, keinen streng mathematischen Sicherheitsbeweis haben. Außer dem One-Time-Pad. Ja, nochmal erwähnen. Okay, dann wird es zum ANSI-Standard und hier Verschlüsselung von Pins. 1983, das ist 6 Jahre später, ist die erste Zertifizierungsrunde über die Bühne gegangen, wird ohne Probleme neu zertifiziert. Dann wieder 4 Jahre später wird es nach langen Debatten neu zertifiziert. Also da sind schon die Experten vorsichtig geworden. Dann nochmal 5 Jahre später wird es nochmal zertifiziert mit der Bemerkung, dass es Ende der 90er Jahre überholt sein würde. Ja? Und ich meine, so weit waren wir nicht mehr weg von Ende der 90er Jahre. Und tatsächlich ein Jahr später war es überholt. 1994 mit einem Rechenaufwand von 5 Tagen auf 12 HP Workstations geknackt. Ja? Und ich meine, das ist natürlich schon interessant. Erst 3 Jahre nach dem Knacken von DES wurde die Entwicklung vom Nachfolger Advanced Encryption Standard angekündigt. Okay, ja, dann 1998 wurde das dann in weniger als 3 Tagen geknackt, und zwar diese EFF, Electronic Frontier Foundation, hat einen Spezialrechner gebaut, einen Chip, der hat keine hohe Taktfrequenz gehabt, ich weiß es nicht genau, aber der hat halt speziell Hardware gehabt, um DES zu knacken, und war deswegen sehr schnell. Und dann ging es eben sehr... Ah ja, und dann ein weiterer Angriff mit 100.000 weltweit verteilten PCs von distributed.net. Ich glaube, das ist die Community, die auch, ich weiß nicht, ob Sie das noch erlebt haben, über lange Jahre konnte man ja auf seinem PC, wenn der nichts zu tun hatte, ein Programm laufen lassen, was irgendwelche Radiowellen aus dem All analysiert und schaut, ob da vielleicht außerirdische Intelligenzen dabei sind. Und ich glaube, das war die gleiche Initiative, wo dann eben weltweit 100.000 PCs zum Knacken von DES verwendet wurden. Und dann hat es nur noch 22 Stunden gedauert. Okay, gut, ja, so viel zur Geschichte. Dann steigen wir jetzt mal ein in die Technik. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen vergrößern. So, DES funktioniert wie eine Getreidemühle. Wer weiß denn, wie eine Getreidemühle funktioniert? Niemand. Also was lernt man doch in der Schule, oder? Ja, die Körner kommen rein, auf 2 Mühlsteine werden es rieben. Genau. Die Körner werden durch 2 Mühlsteine zerrieben. Okay. So weit, so gut. Und diese 2 Mühlsteine sind in DES auch drin. Ja? Aber, und jetzt sage ich Ihnen mal was, besichtigen Sie mal eine Mühle. Ja? Es gibt ja so Mühlen, die man besichtigen, und zwar eine moderne Getreidemühle. Ja? Auch die alten funktionieren ähnlich. Das ist nur ein winziger Teil von der Mühle. Die 2 Mühlsteine. Und wenn Sie das nur so machen würden, dann gäbe es keine Kaiserweckler und keine Brezeln und die ganzen guten Sachen beim Bäcker, die könnten Sie alle vergessen. Ja? Weil die sind nämlich alle aus ganz feinem Weißmehl Typ 405 oder was gemacht. Ja? Und dieses ganz feine Weißmehl, das kriegen Sie nicht aus den 2 Mühlsteinen raus, ja? Sondern, vielleicht skizzieren wir das mal an der Tafel. Ja.
Also so moderne Getreidemühlen, die sind typischerweise auch ziemlich hohe Häuser mit vielen Stockwerken. Ja? Und da geht es also in diesem großen Haus mit vielen Stockwerken, geht es los im obersten Stockwerk. Weil die Gravitation, die lässt das Zeug halt nach unten fallen. Deswegen fangen wir ganz oben an. Und da ist eben oben jetzt erst einmal die Mühle. Also da ist so ein Trichter dran und da wird das Korn reingeworfen. Und hier sind drin die zwei Mühlsteine und dann rieselt es da durch. Und da unten rauskommt jetzt erst einmal das zermahlene Korn. So. Und jetzt kommt auf dieser obersten Ebene kommt so ein Rüttelsieb. Also die Körner, die fallen da rein und jetzt wird gesiebt. Das heißt, was hier unten rauskommt, also zu unten raus, kommt das feine Mehl und hier oben raus kommt die Kleie. Ja? Also da kommt halt das ganze grobe Zeugs, ja? Die Schalen und Kleie und so weiter. Das kommt da raus. Ich meine, das wird nicht weggeschmissen, sondern das wird halt für so grobes Vollkornmehl und so weiter verwendet. Und jetzt geht es auf die nächste Ebene. Da ist die nächste Mühle. Und dann wieder unten dran das Sieb und dann wird wieder was ausgesiebt. Und so geht es weiter über 16 Ebenen. Also die Zahl 16 weiß ich jetzt nicht genau, aber es sind wirklich über 10 Iterationen von diesem Mahlen und Sieben. Immer Mahlen, Sieben, Mahlen, Sieben, Mahlen, Sieben. Ja? Und dann ganz unten kommt das ganz feine Mehl raus. Und auf den verschiedenen Ebenen ist klar, ich weiß nicht, auf welcher Ebene kommt normales Vollkornmehl und so weiter. Und da gibt es ja wirklich viele verschiedene Typen von Mehl. Aber das ganz Feine für die Brezeln, das kommt ganz unten raus. Und für den Kuchen und so weiter. Und genau so funktioniert DES auch. DES besteht aus 16 Runden. Also das ist quasi jetzt ein Hochhaus mit 16 Etagen. Und auf jeder Etage haben wir Mahlen, Mischen, Mahlen, Mischen. Der Klartext kommt oben rein. DES ist eine Blockchiffre mit 64 Bitblöcken. Das heißt, dieser Klartext ist jetzt ein Block mit 64 Bit und der geht rein in die Eingangspermutation. So, jetzt erst einmal, was ist denn eine Permutation? Vertauschung, genau, ein bisschen exakter mathematisch. Zyklen, genau, sehr gut, wir haben Zyklen kennen. Also wir können Permutationen durch Zyklen beschreiben. Aber das machen wir jetzt hier erst einmal nicht. Ich will wissen, was ist eine Permutation? Weil wenn man bloß sagt Vertauschung, naja, dann ist mir das ein bisschen zu unklar. Weil Vertauschung, da könnte man sagen, ich tue immer zwei nebeneinander liegende Bits vertauschen. Wie wird vertauscht? Was ist es? Sauber mathematisch. Permutationen sind bijektive Abbildungen einer endlichen Menge auf sich selbst. Fertig. Also sprich, endliche Menge heißt, es sind die 64 Bits, also die Zahlen 1 bis 64, die werden irgendwie vertauscht. Und jetzt kann ich quasi diese Menge 1 bis 64 bijektiv auf sich selber abbilden. Also das erste Bit geht vielleicht an Stelle 17 und das 17. Bit geht an Stelle 25 und so weiter. Ja? Um so eine Permutation zu beschreiben, reicht es eigentlich aus, nehmen wir mal eine Permutation von 5 Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt gebe ich die Abbildung an und jetzt kann ich hier sagen 2, 5, 1, 3, 4 zum Beispiel. Ja? Das wäre jetzt eine Abbildung, 1 wird auf 2 abgebildet, 2 auf 5 und so weiter. Kann ich so als Wertetabelle hinschreiben.
Ich kann es aber noch viel kompakter hinschreiben, so eine Permutation. Und zwar das da oben, das kann ich weglassen. Warum? Ja, weil die sind, wenn wir jetzt annehmen, die stehen hier immer aufsteigend sortiert da, dann können wir das weglassen. Das heißt, die Permutation ist einfach dadurch beschrieben. Okay, das heißt, Bit Nummer 1 wird an die zweite Stelle geschrieben, 2 an die fünfte Stelle und so weiter. Das heißt, so eine Liste dieser n Zahlen beschreibt die Permutation eindeutig. Und wir werden nachher noch, das steht im Buch auch alles drin, auf der Folie die Eingangspermutation sehen. Also das ist so eine Liste mit den Zahlen 1 bis 64. Okay. Also, und jetzt passiert Folgendes. Diese Eingangspermutation hat jetzt auf dem Bild zwei Ausgänge. Und zwar deswegen, weil hier kommen 64 Bit rein, da kommen neue 64 Bit raus und jetzt werden die linken 32 Bit, die gehen hier rein, die rechten 32 Bit hier rein. Okay? Und diese linken 32 Bit, das ist einfach der Name, die heißen L0 und die rechten 32 heißen R0. Also in dem Bild ist es so, eckige Kästen sind immer Daten und runde, das sind Funktionen. Ja? Also diese Funktion wird auf den Klartext angewendet, raus kommt linke und rechte Hälfte als Datenblock mit je 32 Bit. So, und jetzt schauen wir mal an, was mit der rechten Hälfte passiert. Hier wird sie kopiert. Also eine Kopie geht da lang, eine Kopie geht da lang. Und diese Kopie geht jetzt rein in diese Funktion namens f. Und das ist das hier. Dieses f ist die Mühle. Hier wird tatsächlich gemahlen. Hingegen das hier, diese Permutation, das ist sowas wie das Sieb. Ja, da wird ein bisschen gemischt. Ja. Dann haben wir hier noch was. Ah ne, hier haben wir noch was vergessen. Da kommt rein K1, das ist der Schlüssel. Also diese Funktion f, die eigentliche Mühle darstellt, die hängt nicht nur von dem Block ab, sondern auch vom Schlüssel. Und zwar K1 ist jetzt der erste Rundenschlüssel. Wir sehen ja, da kommen jetzt weitere Runden. In jede Runde geht ein Rundenschlüssel ein. So, gibt es da eine Frage? Hallo? Gibt es eine Frage da hinten? Gut, dann bitte Ruhe. Das ist der erste Rundenschlüssel. Und wir werden nachher die Schlüsselgenerierung sehen, das heißt, aus unserem Schlüssel, der aus 56 Bit besteht, werden 16 Rundenschlüssel automatisch erzeugt. Und der erste geht hier rein. Und dann wird hier gemahlen, dann kommen raus hier 32 Bit und die werden an der Stelle, das Symbol kennen wir schon, was ist das? XOR-Verknüpfung, genau. Die beiden Blöcke werden bitweise XOR verknüpft miteinander und rauskommen natürlich wieder 32 neue Bit. Woher kennen wir denn das bitweise XOR? Woher kennen wir das? Vom One-Time-Pad. Das One-Time-Pad ist nichts anderes als ein bitweises XOR. Also Sie sehen, bitweises XOR ist ein Element von DES hier drin, und zwar wird es 16 Mal angewendet. Warum haben wir aber damit nicht automatisch die volle One-Time-Pad-Sicherheit? Weil wir einen bestimmten Schlüssel verwenden und kein zufälliges Bit. Genau, so ist es. Ja. Ja, und ich meine, das, was hier reingeht, ist nicht einmal der Schlüssel in Reinform, sondern es ist der Schlüssel irgendwie da vermahlen mit dem Klartextblock. Also, ja, wir machen hier bitweises XOR, dann kommen hier 32 Bit raus und das ist jetzt die neue rechte Hälfte. An der Stelle ist die erste Runde zu Ende, also oberstes Stockwerk, jetzt kommt das nächste Stockwerk, ja. Also, das ist dann hier die rechte Hälfte und dann gibt es eine neue linke Hälfte. Und Sie sehen, die neue linke Hälfte ist übrigens nichts anderes als eine identische Kopie der alten rechten Hälfte. Ja? So,
Ja, und jetzt geht das Spiel iterativ weiter. Also jetzt haben wir eine Schleife über 16 Runden, 16 Mal das gleiche Spiel bis hier unten. Dann haben wir am Ende L16 und R16. Die werden nochmal vertauscht und gehen in die Schlusspermutation ein. Immer ist klar, dieses Vertauschen, weil das Vertauschen, das passiert ja hier nach jeder Runde. Ja? Also auch hier. Und raus kommt der Chiffretext. Fertig sind wir. Das ist DES. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Folien. Und jetzt schauen wir mal die Sachen ein bisschen mehr im Detail an. Hier zum Beispiel die Eingangspermutation. Erinnern Sie sich daran, wie wir Permutationen beschreiben? Permutationen sind nur eine Liste von Zahlen. Und hier haben wir jetzt eine Liste der Zahlen 1 bis 64. Das ist die Eingangs-. Also, und ich meine, das ist fest. Da dürfen Sie, wenn Sie jetzt BDS selber implementieren wollen, Sie müssen genau das nehmen, sonst geht nichts. Ja? Und die Schlusspermutation ist das. Und wenn Sie da jetzt die ganz genau vergleichen, die beiden Permutationen, dann werden Sie feststellen, die Schlusspermutation ist nichts anderes als die inverse Eingangspermutation. Also wenn zum Beispiel hier an der ersten Stelle die 58 steht, dann muss hier unten an der 58. Stelle die 1 stehen. Ist tatsächlich so. Ja? Oder wenn an der zweiten Stelle die 50 steht, dann muss an der 50. Stelle die 2 stehen. Also 58, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 50. Stelle die 2. Also Schlusspermutation ist nichts anderes als die inverse Eingangspermutation. Das merken wir uns einmal, weil das wird wichtig sein. Das wird wichtig sein für die Funktionsweise von dieser Feistel-Chiffre. Okay, gehen wir zurück. Was haben wir noch alles hier drin? Ja, jetzt schauen wir als nächstes natürlich an, was hier passiert in dieser Funktion f. So, jetzt haben wir hier eine Runde vergrößert. Reinkommt die linke Hälfte und die rechte Hälfte jeweils 32 Bit und dieses gestrichelte ist jetzt diese Funktion f. Ja? Und in der Funktion f passiert erst einmal die Expansionspermutation. So, und das ist jetzt eine Abbildung von 32 Bit auf 48 Bit. Und ja, das ist natürlich jetzt wieder was Neues, weil das ist nicht mehr eine bijektive Abbildung einer endlichen Menge auf sich selber, sondern wir bilden ja jetzt einen 32-Bit-Block auf einen 48-Bit-Block ab. Und das kann natürlich nur dadurch passieren, dass irgendwelche Bits wiederholt werden. Ja, von den 32 Bits, die reinkommen, nehme ich einfach einige, nämlich 16 Stück, und schreibe die zweimal hin. Und jetzt schauen wir genauer an, wo ist die Tafel? Hier, die Expansionspermutation. Und zwar ist die so zu lesen, zeilenweise. Also Bit Nummer 32, dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann jetzt sehen Sie die Wiederholung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 und so weiter. Also Sie sehen, in jeder Zeile sind zwei Bits wiederholt. Und wir haben 8 Zeilen, also haben wir 16 wiederholte Bits. Und Sie sehen, auch hier steckt jetzt nicht viel Kryptographie drin, weil das sind hier in der ganz normalen Reihenfolge unsere 32 Eingangsbits. Okay, es geht halt darum, dass wir an der Stelle halt hier auf 48 Bit kommen. Weil hier drin, da kommt jetzt der Rundenschlüssel rein, da passiert ein bitweises XOR mit 48 expandierten Klartext-Bits mit 48 Schlüsselbits. Oder man kann nicht sagen Klartext-Bits, das sind ja keine Klartext-Bits, die da reinkommen, weil das ging ja schon durch viele Runden durch. Okay, also damit haben wir diese beiden miteinander verschmolzen und jetzt geht es rein in die S-Box.
Und die S-Box ist das Herz von DES. Das ist das Herz von DES. Wenn Sie die S-Box ersetzen würden durch eine Permutation, wäre DES auf einen Schlag kaputt. Ja? Also DES wäre dann so unsicher, dass jeder Student, der diese Vorlesung gehört hat, ganz locker DES knacken könnte. Also die S-Box ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt von DES. Dann nach der S-Box kommt noch die P-Box-Permutation, Sie sehen 32 auf 32 Bit, und dann diese XOR-Verknüpfung und wir sind fertig mit der Runde. So, jetzt schauen wir mal die S-Box an. Oder wir schauen alle an. Expansionspermutation haben wir schon angeschaut, S-Box und P-Box. Wo ist die S-Box? Hier. Die S-Box kriegt als im Eingang 48 Bit und gibt raus 32 Bit. So. Und jetzt aber ganz wichtig, die S-Box ist keine Permutation. Ja? Ist keine Permutation, sondern diese S-Box-Transformation besteht ihrerseits wiederum aus 8 S-Boxen. Und zwar 48 geteilt durch 8 macht 6. Das heißt, jede einzelne S-Box kriegt 6-Bit-Input und 32 geteilt durch 8 macht 4, liefert also 4-Bit-Output. So. Also, 6-Bit gehen rein und 4 gehen raus aus jeder einzelnen S-Box. Und jede S-Box ist unterschiedlich. Jetzt schauen wir uns einmal eine S-Box an, die S-Box Nummer 5. Die ist jetzt so kodiert, aber Vorsicht, das ist keine Permutation, sondern, ich meine, da stehen jetzt Zahlen drin. Und zwar Zahlen zwischen 0 und 15. Warum denn zwischen 0 und 15? Ja, weil die Zahlen, die da drin stehen, sind das, was die S-Box ausgibt. Die S-Box gibt also je nachdem, was reinkommt, eine von diesen Zahlen aus. Und es müssen 4-Bit rauskommen. Naja, 4-Bit-Zahlen sind die Zahlen 0 bis 15. Okay, wie wird jetzt bestimmt aus diesen 6 Input-Bits, welche Zahl ausgegeben wird? Und das funktioniert folgendermaßen. Wir bestimmen aus den 6 Input-Bit den Zeilenindex, das ist eine Zahl zwischen 0 und 3 und dafür brauche ich 2-Bit. So bestimme ich den Zeilenindex und aus den anderen 4-Bit bestimme ich den Spaltenindex. Das heißt, wie viele Spalten hat die Tabelle? 16 natürlich, ja? Weil aus 4-Bit kann ich 16 Spalten bestimmen. So. Und zwar, hier steht es jetzt, die Bits 1 und 6, also das erste und das letzte Bit, die geben den Zeilenindex. Und die anderen, 2 bis 5, geben den Spaltenindex. So. Also, da haben wir jetzt hier ein Beispiel. Genau, angenommen, die Eingabe sieht so aus. Das sind die 6 Input-Bits. Dann nehme ich das erste und das letzte Bit. Und das ist 1,0. 1,0 ist die Zahl 2. Ja? Das heißt, wir gehen in die Zeile Nummer 2. Und das ist die hier, weil wir fangen ja an bei 0, 1, 2. Wir gehen in die Zeile rein. Und dann nehmen wir das hier. 1,0, 1,0. Das ist also 10. Ja? Also hier haben wir 2 plus 8 macht 10. Das heißt, wir gehen in die Spalte Nummer 10. Also 15, 14, 13, 12, 11, 10. Hier. Das ist das Element, was ausgegeben wird. Wir geben die Zahl 12 als Output aus. Ja? Naja, und 12 ist 8 plus 4, also 1, 1, 0, 0. Das heißt, diese S-Box gibt aus 1, 1, 0, 0. Bei dem Input 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ist klar, wie die S-Boxen funktionieren, oder? Und an der Stelle sehen Sie, das ist wesentlich komplexer als so eine Permutation. Übrigens,
ich meine, das ist halt historisch. Der Feistel oder die Entwickler haben die S-Boxen so entwickelt und auch so aufgeschrieben. Wir könnten die S-Box auch ganz anders aufschreiben. Wo ist denn da jetzt frische Kreide, Mensch? Ah, hier. Wir könnten diese S-Box S5 auch so aufschreiben, indem wir einfach eine Wertetabelle hinschreiben. Also diese, was haben wir gesagt, 48-Bit-Input, oder? Ne, sorry. Für die eine S-Box haben wir ja 6-Bit-Input und 4-Bit-Output. 6-Bit sind die Zahlen 0 bis 63. Ja? Das heißt, wir fangen an mit 0, 1, 2, 3 und so weiter bis 63 und sagen, worauf wird die 0 abgebildet. Die 0 wird abgebildet auf 12 und die 1 auf 4 und die 2 auf 27 und die 3 auf 5, was weiß ich. Ja? Einfach eine Wertetabelle. Einfach eine Wertetabelle, die tatsächlich auch, also wenn Sie jetzt zum Beispiel DES per Software implementieren müssten, dann würden Sie ein Table Lookup machen. Jede einzelne S-Box ist nichts anderes als ein Table Lookup. Da wird nichts gerechnet, sondern es wird in der Tabelle nachgeschaut, oh, Input ist 3, also Output 5. Ja? Oh, Vorsicht, halt, habe ich da nicht was falsch gemacht hier? Ja. Die Tabelle kann keine S-Box sein. Warum nicht? Ja? Genau, so ist es. Die 27, die darf da nicht stehen. Also, dann schreiben wir halt 15 hin. Okay. S-Boxen sind Table Lookups, sind keine Permutationen. Und warum nicht? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Weil alle Permutationen sind lineare Abbildungen. Und ein lineares DES, das wäre fatal. Ja? Das könnte gar nie sicher sein. Egal wie viele lineare Abbildungen da drin ineinander geschachtelt sind. Warum denn? Warum ist denn das Nacheinanderausführen von vielen linearen Abbildungen keine gute Idee? Ja? Naja, wenn ich jetzt noch 100 lineare Abbildungen nacheinander habe, kann ich trotzdem von der ersten bis zur letzten auf einer Abbildung laufen. Genau das ist der Punkt. Ja? Das ist genau der Punkt. Egal wie viele lineare Abbildungen ich nah hintereinander schalte, alle miteinander sind wieder eine lineare Abbildung. Ja? Das heißt, 100 lineare Abbildungen sind genauso gut wie eine. Das bringt nichts. Das heißt, die vielen Runden von DES sind alle für die Katz, wenn ich lineare Abbildungen habe. Sprich, damit haben wir auch gelernt, dass Getreidemühlen nicht linear sind. Weil sonst würde nämlich ein Durchlauf völlig ausreichen. Ja. Getreidemühlen sind inhärent nicht linear, aber ist auch irgendwie plausibel, wenn da die Körner zerbrochen werden und so. Ja. So. Ja. Aber was uns vielleicht momentan noch nicht klar ist, das ist die Tatsache, warum sind denn Permutationen lineare Abbildungen? Das ist natürlich ganz wichtig, um das zu erkennen. Sind Permutationen lineare Abbildungen? Und wenn ja, warum? Warum sind Permutationen linear? Was heißt denn überhaupt linear? Woher kennen Sie das Wort linear überhaupt?
Assoziationen zum Begriff linear. Lineare Algebra. Lineare Algebra, das haben Sie ja lang genug gemacht, genau. So ist es und das passt auch hier sehr gut. Was macht man denn in der linearen Algebra? Drin sitzen und warten, bis es vorbei ist. Ja? Hoffentlich nicht. Weil das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt lineare Algebra. Was tut man in der linearen Algebra? Los jetzt, sagen Sie mal was. Irgendwas werden Sie noch wissen. Bitte? Lineare Gleichungen lösen. Genau. Kann mir jemand eine lineare Gleichung nennen? AX plus B. Ich sehe hier keine Gleichung. Gleich 5. Okay. Aber jetzt machen wir es doch vielleicht noch konkreter und tun für A und B Werte einsetzen. Ne? Also 2x plus 7 ist gleich 5. Das ist tatsächlich eine lineare Gleichung. Ja? Wobei wir die natürlich noch deutlich vereinfachen können, indem wir hinschreiben 2x gleich minus 2. Ja? Also wir können die Konstantenterme immer auf die rechte Seite bringen. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil das, was hier links steht, ist was Nichtlineares. Ganz wichtig. Ja? Das ist nicht linear. Erst jetzt hier ist die linke Seite linear. Das hätten Sie auch nicht gedacht. Gell? Warum hätten Sie jetzt behauptet, das hier und das ist auch linear? Ja? Was? Wenn? Wenn auf der rechten Seite 0 steht, dann? Nein, dann ist es eine Gleichung. Das hier, schauen Sie, das hier links, das hier ist eine Funktion, okay? Und der Begriff der Linearität bezieht sich erst einmal auf Funktionen, okay? Also, wenn wir hier haben, eine f von x ist gleich sowas, ja? Und schauen Sie, DES ist kein Gleichungssystem, sondern das ist eine Funktion. Da kommt rein oben ein x und unten kommt raus f von x. Das ist wirklich unangenehm hier. Vielleicht machen Sie bitte mal alle Fenster hier zu. Es ist immer das Gleiche, das Rasenmähen passiert immer mitten in den Vormittagsvorlesungen. Jedes Semester beschweren wir uns und jedes Semester wieder. Okay, also, es geht um Funktionen. Es geht um Funktionen und ich sage Ihnen, diese Funktion ist nicht linear. Merken Sie sich das. Und Sie werden jetzt sagen, oh, das stimmt doch gar nicht, das ist ja so eine Gerade und Geraden sind linear. Nein, diesen Irrtum müssen wir jetzt aus Ihrem Hirn löschen. Ja? Nicht alle Geraden sind linear, nur manche Geraden sind linear. Welche Geraden sind denn linear? Die durch den Ursprung. So ist es. Nur die Ursprungsgeraden. Das heißt, nur die für b gleich 0 sind linear. Und warum? Und das ist jetzt wichtig. Wir müssen uns jetzt tatsächlich die Definition von Linearität aufschreiben, die Sie hoffentlich auch schon mal gesehen haben in der linearen Algebra. Wäre eigentlich sinnvoll, wenn man in der linearen Algebra spricht, man das ganze Semester nur über lineare Funktionen, wenn man dann am Anfang hinschreiben würde, was linear überhaupt heißt. Und das hatten Sie, oder? Ja? Wer weiß es noch? Also, ich meine, das ist jetzt zu viel erwartet, deswegen schreibe ich es hin. Ja? Eine
Funktion f von x heißt linear, wenn für alle x, y gilt f von x plus y ist gleich f von x plus f von y und für alle Alpha, x gilt f von Alpha mal x ist gleich Alpha mal f von x. So. Und ja, man sollte noch dazu schreiben, dass das Alpha, Alpha muss eine reelle Zahl sein. Das ist die Definition von Linearität, wie man sie in der linearen Algebra oder in der Analysis hat und braucht und benutzt. Okay? So. Jetzt für unsere Zwecke hier. Wir arbeiten ja nicht mit reellen Zahlen oder mit Vektoren wie in der linearen Algebra, sondern wir arbeiten mit Bits. Ja? DS arbeitet auf Bits, beziehungsweise auf Bitvektoren. Ja? Wir haben ja immer so Bitblöcke. Und deswegen müssen wir die Definition ein bisschen modifizieren. Und außerdem haben wir, ja, wir haben weder Addition noch Multiplikation. Aber ja, Addition haben wir, aber ganz spezielle Addition. Wir können zwei Bits addieren. Wie geht denn das? Bits addieren. Haben wir schon kennengelernt. Naja, wir addieren Modulo 2. Ist ja klar. Ja? Das heißt, für unsere Zwecke müssen wir jetzt hinschreiben, für alle x, y gilt f von x. Und jetzt das hier ist die Addition Modulo 2. X plus y ist gleich f von x plus f von y. So. Also, bezüglich der Addition modulo 2 muss diese Gleichung gelten und wir wissen außerdem, die Addition modulo 2 ist äquivalent zu XOR. Leute, das müsst ihr euch merken. Das ist wirklich wichtig für uns Informatiker. Addition modulo 2 und XOR ist das Gleiche. So, und diese Bedingung bezüglich, schauen Sie, was passiert denn hier? Hier wird ein konstanter Faktor, den kann ich rausziehen. Das ist Linearität. Die Bedingung, die brauchen wir hier gar nicht, weil es gibt keine Multiplikation bei DES. Das ist die Linearität. Okay? So. Und jetzt möchte ich noch wissen, wie beweisen wir, dass, jetzt gehen wir wieder zurück in die Analysis, wie beweisen wir, dass so eine Funktion gar nicht linear ist? Das hier. Wie beweisen wir das? Der Beweis ist trivial. Der Beweis ist wirklich trivial. Ja? Ja, wir wenden einfach die Definition an. Wir zeigen, dass diese Gleichung hier nicht zutrifft. Also, machen wir das. Das machen wir schnell, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, was linear heißt. Weil genau das werden wir brauchen. Wir werden das brauchen, weil wir werden eine Übungsaufgabe haben, in der Sie beweisen müssen, dass die S-Box-Nummer, ich weiß nicht, 5 nicht linear ist. Ja? Also, wir haben f von x gleich ax plus
plus b. So. Und jetzt wollen wir zeigen, dass die Gleichung nicht gilt. Na, was machen wir? Wir rechnen die linke Seite aus, wir rechnen die rechte Seite aus und zeigen, dass die nicht gleich sind. Das ist die Definition von unserer Funktion. F von x plus y, was ist das? Naja, das ist a mal x plus y plus b. Okay? Hallo, sind Sie noch am Ball? Wir tun x plus y hier als x einsetzen und dann sieht es so aus. Naja, und jetzt tun wir ausmultiplizieren. Das ist ax plus ay plus b. Und das lassen wir jetzt so stehen. Und jetzt nehmen wir die rechte Seite und schauen an, was da rauskommt. Ist gleich. Ja, f von x ist ax plus b und f von y ist ax plus b. Und jetzt sehen Sie die Sauerei, die passiert ist. Ja? Weil das ist gleich ax plus ay plus 2b. Und ja, wir sehen, b ist nicht das gleiche wie 2b. Na, aber Vorsicht! B kann sehr wohl das gleiche wie 2b sein. Nämlich, wann? Wann ist b gleich 2b? Für b gleich 0. Und damit haben wir auch schon bewiesen, in welchem Fall diese Funktion doch linear ist. Nämlich für b gleich 0. Also haben wir jetzt bewiesen, nur Ursprungsgeraden sind linear. Und alle anderen Geraden sind nicht linear. Bitte merken und nie mehr vergessen. Ja? Die haben auch einen speziellen Namen. Solche Funktionen von so einer Form, das sind affine Abbildungen und keine linearen Abbildungen. Das sind affine Abbildungen, weil wir haben was Lineares plus Verschiebung. Und das ist affin. Gut. Also, jetzt haben wir ein bisschen was gelernt über Linearität. Ah ja, jetzt kann ich Sie ja gleich noch fragen, wie Sie die Übungsaufgabe lösen werden. Wenn ich von Ihnen jetzt verlangen würde, beweisen Sie, dass diese S-Box Nummer 5 nicht linear ist. Was würden Sie denn machen? Sie würden es hoffentlich so machen. Oder? Okay, also das lasse ich Sie selber machen. Ich brauche ja nicht auch noch alle Übungsaufgaben für Sie jetzt hier zu lösen. Gut, also S-Boxen. Wir wissen, wie jede einzelne S-Box funktioniert. Und Moment, was haben wir noch was vergessen? Ah ja, klar, es fehlen uns noch ein paar Permutationen. Zum Beispiel die P-Box-Permutation. Naja, ich meine, die steht hier. Das ist eine Liste von 32 Zahlen. Was brauchen wir noch? Expansionspermutation haben wir schon gehabt. Ja, das war's eigentlich. Genau. Ja, genau, die 16 Teilschlüssel. Sorry, bevor wir die anschauen, müssen wir natürlich dieses Bild anschauen. Wie wird denn dieser Rundenschlüssel erzeugt? Das gucken wir noch kurz an und dann machen wir Schluss. Es kommt rein, gehen wir mal in die erste Runde. Ganz oben kommt der Originalschlüssel rein von DES und der Originalschlüssel hat 56 Bit. Aufpassen, wenn der Schlüssel irgendwo auf dem Rechner gespeichert wird, dann werden Sie sehen, das sind tatsächlich 64 Bit. Aber da sind 8 Prüfsummenbits drin. Ja? Und die können Sie natürlich vergessen. Ja? Das heißt, die werden rausgelöscht. Und die restlichen 56 Bit werden aufgeteilt in die linken 28 und die rechten 28. Und jetzt wird auf die linken 28 Bit
ein zyklischer Shift angewendet und auf die rechten 28-Bit auch ein zyklischer Shift. Ja? Und wichtig, das ist natürlich was anderes, als wenn ich einen zyklischen Shift auf die ganzen 56-Bits anwende. Auch wenn das, die beiden Shifts sind natürlich die gleichen. Aber ist ja klar, die Bits, die hier hinten rausfallen, die gehen natürlich da vorne wieder rein. Und die, die hier hinten rausfallen, gehen hier rein und nicht da. Okay. So, rauskommen tun wieder 56-Bit. Und die gehen rein in eine Kompressionspermutation. Ist klar, warum die so heißt, wenn wir 56 auf 48 komprimieren. Ja? Und die können wir auch noch anschauen. Wo haben wir die jetzt? Hier. Da steht sie. Wunderschön, oder? Ja, genau. Und hier sehen Sie jetzt nochmal, hier wird eine Kopie dieser 28-Bit einfach nach unten weitergegeben und von denen auch. Ja. Und das ist jetzt wichtig. Nach unten weitergegeben heißt, das hier, dieser Schlüssel, diese 56-Bit, die gehen wieder oben rein in die Schlüsselgenerierung der nächsten Runde. So, und jetzt sehen Sie, ganz oben kommt der Original 56-Bit-Schlüssel rein. Jetzt wird die linke Hälfte geschiftet hier und die rechte Hälfte auch geschiftet. Beide werden, die geschifteten, werden weitergegeben, hier. Das heißt, die linke Hälfte ist jetzt, und das ist wichtig, das ist immer ein Shift um ein oder zwei Bit. Ja? Warum? Weil ich habe hier 28 Bit. Wenn wir jetzt immer um zwei Bit shiften würden, dann hätten wir den Originalblock hier nach 14 Runden wieder erreicht. Nach 14 Runden würde hier wieder der Originalschlüssel dastehen und wir wollen ja nicht, dass in Runde 14 wir den gleichen wie in Runde 1 verwenden. Und deswegen tun wir immer um ein oder zwei Bit shiften, sodass die Summe aller Shifts am Ende weniger als 28 ist. Ja? Beziehungsweise ja, die ist genau gleich 28, weil dieser Shift nach der letzten Runde, der spielt ja keine Rolle mehr. Ja, der wird ja auch gar nicht mehr ausgeführt. Ja. Nach jeder Runde mache ich so einen Shift. Das heißt tatsächlich, sind nur 13 Shifts wirksam und der 14. Shift, tatsächlich sind nur 15 Shifts wirksam von 16 Runden und der 16. Shift würde mir wieder den Originalschlüssel liefern, der aber nicht mehr verwendet wird. Okay, jetzt schauen wir uns diese Shifts an. Wo sind die? Hier, Schlüsselverschiebungen. Und wenn Sie das anschauen, Runde 1 bis 16 haben wir jeweils 2 oder 1 Bit. Und zwar, wir haben viermal ein Shift um 1 und das heißt 12 mal ein Shift von 2. 2 mal 12 macht 14 plus 4 macht 16. Ja, das heißt, 2 mal 12 macht 24. Plus 4 macht 26. Okay, das heißt, wir shiften nicht um 28 Bit insgesamt, sondern um 26 Bit. Jetzt müssen wir doch nochmal zurückschauen. Ah ja, genau, doch, das ist richtig. Wir machen ja in jeder Runde einen Shift. Wir machen in der ersten Runde, bis zur letzten Runde wird der Shift effektiv ausgeführt. Ja? Das heißt aber, dass wir, wie ist denn das, in den 16 Runden, jetzt gehen wir noch mal, rechnen wir es nochmal zusammen, wir haben 16, wir haben 4 mal 1 macht 4 und 12 mal 2 macht 24 plus 4 macht 28, also stimmt schon. Ja? Wir haben tatsächlich 28. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, in welcher Runde wird der Originalschlüssel verwendet? Hier, schauen Sie das Bild nochmal an. In welcher Runde wird der Originalschlüssel verwendet? In der letzten. In der letzten, genau. Weil in der ersten haben wir, ist ja schon ein Shift passiert. Ja? In der letzten Runde wird der Originalschlüssel verwendet. Aber das ist zweitrangig, ist nicht wichtig.
Gut, ja, jetzt haben wir eigentlich alles verstanden. Ja? Wurde das von Anfang an dann festgelegt, dass bei Runde 9 nur ein Schiff ist? Also genau, das steht fest. Daran dürfen Sie nichts verändern. Ich meine, das können Sie schon machen, aber dann können Sie halt nur mit denen kommunizieren, die das auch so machen. Ja, gut. Gibt es da noch Fragen zur Funktion? Ich meine, eigentlich haben Sie jetzt alles, um DES zu implementieren. Ja, angenommen, wir haben einen String von 16 Bytes und wird der ganze Durchlauf quasi 32 mal durchlaufen. Moment, ein String von 16 ja, Byte. Die ersten 8 Bytes sind dafür, dass die bitte. Und das ist ja ein Block, der verschwindet. Ja, ja, genau. Mhm. Also beim zweiten Block wieder alles von 0 auf angefangen oder vom ersten Block Daten übernommen? Nix, gar nichts. Also die Blöcke werden völlig unabhängig voneinander verschlüsselt. Ich könnte jetzt Block Nummer 1 rausziehen und den separat verschlüsseln. Genau, ja, ja, genau. So ist es. Also, oder um es anders zu sagen, DES ist eine monoalphabetische Chiffre. Das heißt, der 16. Block, jeder Block wird immer gleich verschlüsselt. Jeder Block wird gleich verschlüsselt, wenn ich den gleichen Schlüssel habe. Ja, also gleich verschlüsselt heißt aber nicht, dass der gleiche Chiffretext rauskommt, sondern ich wende immer die gleiche Funktion an auf meinen Block. Also wenn ja? Ich den 10. Block entschlüsseln kriege, dann quasi die, ja, wie das sind 80 bis 88 Bytes, wo dann drinsteht. Nochmal, wie was, wenn Sie den 10. Block entschlüsseln? Ja, kriege ich halt die Bytes, die vom Originaltext damals waren. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Oder vielleicht in noch anderen Worten, wenn jetzt der 10. und der 1. Block gleich sind im Klartext, dann haben wir auch den gleichen Chiffretext. Ja. Das ist die Eigenschaft einer monoalphabetischen Chiffre. Ja. Ich meine, vielleicht noch ganz kurz zu der Frage. Erinnern Sie sich, was haben wir denn gesagt über monoalphabetische Chiffren und deren Sicherheit? Genau, die kann man mit statistischen Angriffen relativ leicht knacken. Ja? Aber wie Sie schon sagen, man braucht viel Klartext. Wie viel Klartext braucht man denn bei einer monoalphabetischen Chiffre? Das hängt von der Alphabetsgröße ab. Ja? Wir brauchen viel mehr, nicht Klartext, viel mehr Chiffretext, als das Alphabet lang ist. So, und wie lang ist denn hier das Alphabet? Wie viele Alphabetszeichen gibt es bei DES? Ist eine Blockchiffre. Ja? Das ist keine Zahl, 64 Bit. Ich hätte gerne eine Zahl. 2 hoch 64. Ja? Und das ist, damit ist klar, weshalb DES überhaupt sicher sein kann, weil das Alphabet ziemlich groß ist. Das Alphabet hat die Größe 2 hoch 64 und das ist etwa 10 hoch 31. 10 hoch 31 verschiedene Alphabetszeichen gibt es. Das heißt, um auch bloß eine Chance zu haben für einen statistischen Angriff, brauche ich 10 bis 100 Mal mehr. Ja? Das heißt, wir brauchen nicht 2 hoch 31 Blöcke, sondern wir brauchen 2 hoch 33 Blöcke. Nö, sorry, nicht 2 hoch, sorry, 10 hoch. Wir sind bei 10 hoch 33. Ja? Und das geht ja schon wieder in so richtig astronomische Dimensionen. Und deswegen braucht man an der Stelle keine Angst zu haben. Die Gefahr, dass jemand einen statistischen Angriff auf diese monoalphabetische Chiffre DES führt, die ist, solange wir weniger als 10 hoch 33 Blöcke verschlüsselt haben, nicht gegeben. Okay, damit machen wir Schluss für heute. Bis nächste Woche.